Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Präsentation. Wir freuen uns, Ihnen unser neues Zusatzangebot zu präsentieren. Mein Name ist Julia Fritz und ich freue mich, Sie durch diese kurze Präsentation zu führen. Im Laufe der Jahre durften zahlreiche Alters- und Pflegeheime, Seniorenzentren, Seniorenresidenzen und viele mehr das TERZ-Label entgegennehmen. In diesem Zusammenhang bietet die Präsentation der Ergebnisse eine wunderbare Chance, die Beteiligten auch nach der Umfrage in den Arbeitsprozess mit einzubeziehen. Zudem bietet diese Veranstaltung eine tolle Möglichkeit, die Öffentlichkeit über die gute Arbeit und das hohe Wohlempfinden im jeweiligen Haus zu informieren. In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass Veranstaltungen, an denen viele Menschen zusammenkommen, schwierig sind. Um niemandem die Ergebnispräsentation vorzuenthalten und auch denjenigen die Chance zu geben, die an der Veranstaltung nicht teilnehmen können, die Ergebnisse zu präsentieren, kam die Idee auf, eine Podcast-Präsentation zu erstellen. Weiterhin werden bei der Ergebnispräsentation vor Ort die Urkunden in einem feierlichen Rahmen überreicht. Zusätzlich bietet dieser Anlass den idealen Raum, die Medien einzubeziehen und die Öffentlichkeit an der Auszeichnung teilhaben zu lassen. Wie bereits erwähnt, können alle Anwesenden die Ergebnisse der Umfrage ansehen. Mit der Podcast-Präsentation können nun auch diejenigen die Ergebnispräsentation ansehen, die während des öffentlichen Anlasses nicht anwesend sein können. Auch kann die Podcast-Präsentation wiederholt angehört werden und dient somit auch als zusätzliches Arbeitsinstrument. Ich werde Ihnen nun einen kleinen Einblick in solch eine Präsentation anhand eines fiktiven Beispiels zeigen. In unserem Beispiel wurde eine Bewohner- und eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Die erreichte Punktzahl von 7,6 und die hohe Beteiligung haben zum Erreichen des TERZ-Labels für hohe Zufriedenheit geführt. Die Mitarbeitenden scheinen in unserer Beispielumfrage mit dem Image des Hauses in der Öffentlichkeit sehr zufrieden zu sein. Lediglich 10% teilen diese Auffassung nicht. Auch auf die Frage, was den Mitarbeitenden besonders wichtig ist, wo Verbesserungen ihrer Meinung nach vorgenommen werden sollen, wird die Zufriedenheit mit dem Image bestätigt. Verbesserungspotenzial sehen Sie allerdings beim Inhalt und der Umsetzung des Leitbilds. Ein wichtiger Punkt bei der Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist die Zusammenarbeit im eigenen Team und mit anderen Teams. Hier zeigt sich, dass beides gut zu funktionieren scheint. Allerdings sind 20% der Beteiligten mit der Zusammenarbeit im eigenen Team weniger oder gar nicht zufrieden. Dem sollte nachgegangen werden. Ein wichtiges Instrument der Führung sind Standortgespräche. Hier sehen die Beteiligten großes Verbesserungspotenzial. Wichtige Punkte, die für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden eine Rolle spielen, sind neben dem Team auch die Arbeitsbedingungen. Hier zeigen sie sich mehrheitlich zufrieden. Arbeitszeit und Ferienregelung scheinen gut zu funktionieren. Auch die hohe Zufriedenheit mit dem Gehalt fällt auf. Die Podcast-Präsentationen bieten wir für alle unsere Befragungsgruppen an. Mit diesem neuen zusätzlichen Instrument schaffen wir die Möglichkeit, allen Beteiligten die Ergebnisse zu präsentieren. Sie möchten mehr über unsere Podcast-Präsentation und unser neues Angebot erfahren? Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf.